festgestellt, dass ich euch ganz, ganz lange schon nicht mehr vollgesabbelt habe. Das hole ich jetzt nach. Ich habe, also ja, im Hintergrund ist die Kiste, platzt jetzt mal wieder. Und daher zeige ich euch jetzt, was in der letzten Zeit so eingezogen ist. Dann kann ich nämlich auch verräumen. Guck mich gerade um und schaue, wo ich starte. Wir starten mit, ich weiß teilweise gar nicht mehr, wo ich was her habe. Wir starten jetzt bei Schreibkarten. So, und da habe ich so ein bisschen Basic geshoppt. Einmal habe ich Tonpapier in Weiß, 25 Stück, mitgenommen. Das sind diese, das ist die 120er Grammatur. Damit schlage ich die Alben gerne ein. Und das neigt sich langsam dem Ende zu. Genauso wie das Schwarze, auch 120 Gramm, 25 Stück. Dann ein bisschen Cardstock in A4. Da sind so ein paar Farben, die jetzt so langsam sich dem Ende zu neigen. Und zwar ist das einmal Petrol, 5 Stück. Dann Altgold habe ich jetzt vor kurzem ein großes Projekt gehabt. Da sind nur noch Schnipsel über. Dann Pastellgrün. Ist auch super schön, den Ton. Heute nur noch Schnipsel übrig geblieben von Hellblau. Seht ihr das? Ja, genau. Und dann habe ich einen neuen. Da habe ich erst so gedacht, und jetzt bin ich so begeistert und freue mich drauf, den zu benutzen. Und zwar ist das Kraftgrün. Ich weiß nicht, seht ihr das? Das hat so eine, ja, Kraft halt, ne? Da möchte ich, da habe ich ja von, sagt mal schnell, von Marianne Design, diese kleinen Bäumchen. Und ich glaube, das sieht richtig cool aus, wenn man das hier raus ausstanzt. Ja, für Weihnachtskarten. Ich habe irgendwie ständig Weihnachtskarten im Kopf. Ich müsste mal endlich eine machen, einfach nur, um mich zu beruhigen. Aber schauen wir mal. Genau, dann habe ich Designpapier. Die sind jetzt neu. Bei Faltkarten gibt es jetzt dieses Streifenpapier in diversen Farben. Da habe ich mir jetzt Grasgrün-Weiß mitgenommen. Also sind einmal gerade und einmal schräg. Genau, einmal das. Und das gleiche nochmal in Achatgrau-Weiß. Genau, da gibt es noch viele andere schöne Farben. Da schaut gerne rein. Genau, da werden demnächst dann auch noch die nächsten mit einziehen. Oh, bevor ich es vergesse, hier. Die Trennfarben sind auch super. Die habe ich jetzt auch alle verwerkelt teilweise und die sind echt, echt schön. Ja, neues Designpapier. Schaut rein. Genau, dann gab es eine Sale-Abteilung. Einmal hier Briefumschlag B6. Da hatte ich jetzt zuletzt welche gebraucht und ja, und zwar in dem Angebot habe ich mir in Weiß. In Weiß waren die jetzt nicht im Angebot, aber dass man die da hat. Ne? Das ist jetzt einmal Struktur Aqua und Weiß. Die. Dann durfte ein Inkpad mit in Türkis. Wie soll es anders sein? Genau, dann mal das. Dann habe ich mir drei Nachfüller bestellt. Und zwar hatte ich da jetzt gedacht für Hintergrundgestaltung. Das knistert jetzt so, ne? Mache ich gleich. Also Grasgrün, da hatte ich jetzt noch. So, ja. Mein Gedankengang, ihr versteht. Türkis. Und Fuchsia, ja. Genau, da habe ich so ein bisschen was mit vor. Ich hoffe, das klappt. Wenn ja, werdet ihr sehen. Die. Und dann durften noch ein paar Stempelchen mit. Und zwar Weihnachten, ich sagte ja. Fand ich den hier sehr schön. Da irgendwie noch was Schönes drauf und fertig. Fertig ist die Karte. Aber das, dann ein großes Set. Das fand ich richtig, richtig toll. Ja, gerade so für die Hintergrundgestaltung. Irgendwas rummatschen, ne? Dann das da drauf und ja, Bäumchen drauf und fertig. Ja. Genau. Das. Dann fand ich diese Stanzschablone hier total schön. Die macht praktisch außen hier. Dann stellt sich das hier so auf da. Und das nochmal für innen und dann nochmal separate Blümchen. Also das fand ich jetzt richtig cool. Das werde ich testen. Dann habe ich dieses Stanzset von Studio Light. Slimline, fand ich diesen Rand hier einfach total cool. Das lässt sich sicher auch gut verwerten. Eigentlich ist diese Grunge, das ist alles nicht so meins, aber ich fand halt einfach diesen welligen Rand cool und ja, genau. Ich denke, das lässt sich gut verwursteln. Dann zu guter Letzt durften noch mal neue Platten mit. Die normalen, also die durchsichtigen. Ja, weil ich da im Moment so ein mega Verschleiß habe und ja,
Genau, durfte das mit. Dann noch eine Mini-Bestellung von Ulrike. Und zwar war diese Stanzi endlich lieferbar. Und die musste mit. Dieser Aufleger mit dem Wellenrand. Genau, 8,90 € kostet die. Genau, und die durfte dann noch einziehen. Und von meinem lieben Hasi, Design von der lieben, so da, Manu in der Hasenschmiede. Und das musste sofort mit. Fände ich süß. Geht auch nicht nur für Ostern, ne? Einfach goldig mit dem Zucker. Genau. Deswegen diese kleine Bestellung. Ich räume flott auf und dann geht's weiter. So, dann machen wir weiter mit Kreativbunt. Da gab es zu Ostern ein kleines Spezial, also einen Rabattcode. Und da durften wir einziehen. Papiere. Hoppala. So, weggeschmissen. Papier. Und zwar einmal, zweimal. Unsinn. Man merkt, ich habe lange nicht mehr euch vollgesammelt, ne? Aber ich sagte es ja. Also zweimal diese schönen Papiere. Ich fand die so goldig. Die Rückseite, türkis. Und dann diesen hier. Auch türkis. Und ja, für Hintergründe und so ganz cool. Und ja, fand ich einfach schön, musste mit. Und noch mit 20% Rabatt. Dann durfte das 9. Kreativbunt-Magazin mit. Genau, mir fehlt noch eins, dann habe ich sie alle. Dann habe ich diese Schablone hier entdeckt, A4, und fand die super. Für Slimline-Karten. Mask Stencil A4 Slimline Sunburst. Ja, genau, und dann sind hier noch so, ist so eine Welle. Ich weiß gar nicht mehr, wo oben noch irgendwas. Wir schauen mal schnell. Ah ja, genau, oben waren die Wolken. Oben ist dann der Wolkenrand. Das war irgendwas, war da. Genau, und hier Wellen. Also kann man richtig eine ganze Szene mit gestalten. Und der war echt bezahlbar. Ich weiß gar nicht, 5 € oder so. Ja, und dann noch mit Rabatt, ne? Genau, also war echt günstig. Und finde ganz cool, dass man das halt in die Höhe und eben auch in die Breite nutzen kann. Genau, der. Dann CC Design. Ich muss mal eben was aufheben hier. Wieder da. So, und da fand ich die schon so lange so süß. Und jetzt durften die endlich sein. War lieferbar und da dachte ich so, komm jetzt noch mit Rabatt, das musste jetzt einfach mit. Dann die hier. Das waren jetzt die aus dem neuen Release. Fand ich diesen Löwen so goldig mit die hier auch, ne? Ja. Und ja, war dann ganz flott ausverkauft und dann hatte ich jetzt diesmal Glück. Und dazu habe ich mir dann noch direkt die Stanzen mitbestellt. Ja, gerade so beim Löwen die Haare und so. Also ja, bei CC Design bestelle ich irgendwie gerne die Stanzen mit. Genau. Dann, achso, hier machen wir das hier direkt. So. Da durfte nämlich auch diese Hallo-Schanze mit. Beziehungsweise 1, 2, 3. Also, ne? So wie das da vorgegeben ist. Einmal das Hallo, dann einmal Outline und dann nochmal Outline gestitcht. Das von Picket Fans fand ich die hier so goldig. Da durfte jetzt auch die Stanze mit, wegen den Blubberblasen. Da, ja. Genau. Und die Haare, sieht einfach ordentlich aus. Ja, gerade wenn man so mit Rand ist immer so eine Sache bei mir. Ausschneiden, eben gefällt mir das nie so. Ich sehe da jeden, eigentlich mal Millimeter, aber ja. Dann durfte der hier noch mit. Hugs, Kisses and oh so many birthday wishes. Total süß. Mal der. Lee Holland war dann mal lieferbar hier der süße Drache mit dem Ballon. Dann habe ich mir von My Favorite Things das Stitched Alphabet mitgenommen. Das sind so große Buchstaben. Ja, knapp 2,5 cm. Ja, ich kombiniere das ja auch super gerne mit Schnörkelschrift, klein und groß und so weiter. Da sind die echt super für. Und dann zeige ich euch hier einfach eine Folie. Wenn es so spannend ist. Nein, Quatsch, ich hole euch jetzt mal eben. Da. Den habe ich nämlich direkt benutzt, weil, ja. Genau, der war da so drin. Stellt euch das so vor.
weil ich für große Hintergrundstempel, da matsche ich gern halt so rum und dann muss ich den in der Stempelhilfe immer ab. Und also ich liebe eigentlich die Stempelhilfe, ich mache alles damit. Aber gerade für so Hintergrundmatschereien ist das echt super. Und um mal was zu beschweren, habe ich den Tipp von der Manu gekriegt. Irgendwie was trocknet und ja, genau, da durfte stellvertretend hier das mit von Lawn Fawn. Ich brauchte für ein bestimmtes Projekt, das jetzt bald kommt, große Speech Bubbles. ja, so ein Herz mit dabei. Und ja, genau, jetzt nicht viel zu erzählen. Einen Stencil von Picket Fence Evergreens. Haha, Weihnachten, haha. Aber der. Wobei ich dachte, ich habe mich verguckt, ich dachte, dass man dann die Bäume inkt. Also, versteht ihr? Andersrum. Ja, kriegen wir aber verwendet. Und dann nochmal drei Stencils von MFT. Da habe ich mir nämlich die 6x6, da hatte ich einige von, habe die verkauft. Denn ich habe mir jetzt für die Slimline, habe ich mir die geholt. Und da braucht man ja einfach nicht alles, weil die gehen ja auch für alles, ne? Von daher habe ich dann die kleinen verkauft. Also diese. Die Größe halt, ne, hier. Und ja, habe mir da die Wolken mitgenommen. Gras und einmal hier so Wellen für Hügellandschaften und so weiter. So, bei Stem Corner habe ich auch einiges geshoppt, immer so nach und nach. Starten wir mit dem großen, was ich auch schon aufgemacht habe. Das Watercolor Paper von Fessen Kreativ. Creative. 300er Grammatur. Aquarelliere nicht damit. Ich habe die genutzt für eine Explosionsbox. Mit dem Wasserfarben werde ich noch nicht so richtig warm irgendwie. Ich bin da ständig, entweder habe ich zu viel Wasser oder also, ja, kommt vielleicht irgendwann, aber für Explosionsboxen war das jetzt super. Genau, dann durfte mit Black Suit Distress Oxide. Ich habe so oft fehlt mir das und jetzt sage ich, komm, jetzt mach. Genau. So, dann wo starten wir ab? Nehmen wir das große Papier hier auch wieder. Dann habe ich einen mega Verschleiß hier an diesem Perfect Coloring Paper. Da habe ich mir das 50er Paket wieder mitgenommen. Ja, das brauche ich einfach immer ganz, ganz viel. Dann hatte ich in einer anderen Bestellung auch bei Stamp Corner dieses hier entdeckt: Alkoholmarker Friendly Cardstock in A5 von Heavy Doodle. Kannte ich jetzt nicht. Hat 210er Grammatur, fühlt sich recht dünn an, obwohl das jetzt gar nicht so der Unterschied ist zwischen den 250 und den 210. Lässt sich aber mega gut verblenden, also ist das echt super. Ist halt ein bisschen dünner beim Ausschneiden, aber wenn man es nicht ausschneidet oder ne, Maskiertechnik oder wie auch immer, merkt man es eh nicht und ja, ist wirklich, wirklich gut und auch für Polychromos finde ich das toll. Wobei ich ja gerne koloriere mit Alkoholmarkern und dann oben drüber nochmal die Akzente. Setze dann mit Polychromos und das funktioniert ja ohnehin sehr gut, wie ich finde. Dann durfte mit Stamp Corner Mini-Stempel und zwar Kuchenstücke unter 200 Gramm sind Kekse. Finde ich total cool. Dann ist mir doch egal, ich lasse das jetzt so. Ich auch toll. Ich auch so gern sagen. Und dann hier diese Süßen. Und den kleinen. CC Design, ich nehme jetzt einfach, wo ich mir den Stapel hier gelegt habe. CC Design, einmal dieses hier. Nerdy. Die Gesichter kann man ja auch anders ergänzen, das war ganz cool. Von Mama Elephant kamen die hier raus, die musste ich auch gleich haben. Weil halt so viele dabei sind und verschiedene Größen und ja, finde ich cool. Die braucht man ja immer wieder. Genau, dann waren die Coffee Oil lieferbar, die mussten ja mit, die habe ich auch schon verwendet. Genau. Die finde ich klasse. Da kommt jetzt bald nächste Woche ein Beitrag, genau. Dann da hier zu denen hatte ich ja schon einen Beitrag gezeigt. Zu den süßen Kühen. Da hatte ich ja die hier verwendet. Liegt die Karte hier noch? Ich gucke mal eben. Kann ich sie vielleicht auch zeigen? Ja, sie liegt hier noch. Und zwar die hier. Genau. Da habe ich mich mal in dieser Seifenblasentechnik versucht. Und ja, macht Spaß. Wird nicht die letzte sein. Genau, da ist die süße Kuh. Genau. Dann durften auch die hier mit. Faultiere. Ja, Faultiere. Das ist auch so goldig. Und dann gibt es jetzt seit neuestem, nicht ganz neuestem, also so ein paar Tage her schon,
ja, Heffy Doodle im Shop. Und da habe ich Stanzen geshoppt. Und zwar einmal Hello. Also Wortstanzen, ich finde die immer ganz cool, wie gesagt, mit dem Kombinieren. Dann ein Hey und ein Super. Da kann man ja Deutsch und Englisch, das ist ja, ne? Vielseitig einsetzbar. Und dann zu guter Letzt gibt es jetzt, auch jetzt seit neuestem, Klebeband von Stamp Corner. Einmal doppelseitiges Klebeband und einmal Sticky Tape. Genau. So, schaut da gern vorbei. 6 mm jeweils, 25 Meter drauf. Genau, könnt ihr euch ja hier kurz auf Pause drücken und sonst schauen, wenn ihr mögt. Genau. Ja, das, nee, war es gar nicht. Ich habe noch ein paar Copics geshoppt, aber ich habe die natürlich alle schon hier, wie sagt man, gecolor-chartet. Erfinden wir mal Worte. Und habe die ins Regal eingeräumt. Also ich habe absolut keine Ahnung mehr, welche Farben das hier waren. Ist ja auch egal. Ja, ich habe, ne, es erwähnt. Genau. Und dann, ich schiebe mal so kurz, dann habe ich einen heißen Tipp bekommen bezüglich einer Facebook-Gruppe, wo man diese breiten DVD-Boxen shoppen kann. Und habe auch noch mittlere gefunden. Wie ihr seht, also das sind die normalen. Da bewahre ich ja meine Stempel drin auf. Ich zeige euch das einmal. Also da habe ich ja so die Stempel drin. Genau. Und wollte da so breit haben. Hatte nämlich auch bei der Miss Pippin gesehen und auch mit der Manu gequatscht. Und dann kam man so dazu. Ich zeige euch das eben. Ich habe schon was verräumt. Die Enamel Dots halt daran aufzubewahren. Ne? Genau. Passen da super rein. Und ja, fliegen nicht mehr durch die Gegend. Und ich habe hier mehr Platz. Ich hatte das vorher in so einer Dose. Fand ich irgendwie doof. Ja, genau. Also da habe ich also mehrere. Ich halte euch die jetzt hier nicht alle rein. Habe ich mir die normalen nochmal mitbestellt, weil da ja immer mehr Stempel einziehen. Dann die mittleren ein paar und von den großen ein paar. Genau das. Und einen Acrylblock mit so einer Mulde, oder wie sagt man? Genau, so einen kleinen nochmal für, ne, für was auch immer. Für haben. Ne? Für kleine Sachen halt. Rührbläschen und so. Und dann habe ich nur noch so ein bisschen was von Action. Das ist gar nicht so spannend. Da habe ich mir nochmal für meine Stanzenaufbewahrung hier die ganz viele von den, ist nur noch eine über, ganz viele von den, sagt mal schnell, hilft mir. Schreit euer Gerät an. Folder steht ja da. Folder mitgenommen. Genau. Dann hier die Foam Tapes. Die finde ich echt gut von Action. Dann habe ich auch noch hier so Klebekoller. Das ist gar nicht so spannend. So, dann habe ich mir hier diese Stanzen noch eingepackt. Fand ich ganz cool hier mit dem Hello Hey auch. Und mit, sag mal schnell, Polaroid. So langsam habe ich Wortfindungsstörung. Und dann habe ich hier diese Aquarellbox hier noch gesehen. Fand ich ganz cool. Also das wird jetzt nicht die allerbeste Farbe sein, aber ich habe jetzt gerade so gedacht, für am Platz, wenn man mal so Farbkleckse irgendwie verteilen möchte. Ne? Da habe ich das aber schon benutzt. So ein bisschen. Und ja, funktioniert. Also ich weiß nicht, ob das super für Aquarell geeignet ist. Ich kenne mich da ja auch nicht so mit aus. Aber für die Farbspritzer ist das vollkommen okay. Genau, das. Und dann, die wurden mir mitgebracht. Vielen Dank nochmal dafür. Glitter, hier ist Sparkle Marker. Ich lese da oben Sparkle Markers, ne? Also hier so Glitzerstifte. So lange nicht ausgepackt wird, wie diszipliniert ich bin, ne? Genau. Was sind denn das für Farben? Steht das da? Ja, seht ihr ja, ne? Also hier oben die und hier die. Da habe ich den einen dann schon rausgeholt. War ich dann doch nicht diszipliniert genug. So, ja, ist jetzt natürlich nicht der beste Untergrund. Ja, auf jeden Fall auf Papier sind die super. Um so kleine Akzente zu setzen, fand ich die jetzt ganz cool. Genau. Durften die Farben mit. Ja, das war's auch schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja. Sag bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss.